Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online Morrowind. Im letzten Part hatten wir uns um ein kleines Liebesproblem gekümmert und werden uns heute mal direkt an das zweite Liebesproblem ranmachen. Mal schauen, ob das vielleicht etwas glücklicher ausgeht. Übrigens mal wieder, sorry, dass es wieder ein bisschen gedauert hat. Ach, damit gesungen. Ja, momentan, ich sehe es bei mir etwas schwierig mit den Zeitprojekten, aber ich gelobe seit Ewigkeiten Besserung und es bleibt schwierig. Aber ich denke mal so, als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Morgens mal öfter aufstehen und mal wirklich ESO spielen. Ja, mal schauen. Aber ey, immerhin hatten wir gestern Weihnachtsgelage und ich bin wach und zieh's durch. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass das vielleicht doch klappen könnte. So. Ein Mietling des Hauses Telvanni. Was ist das für ein Quest? Wo sind meine anderen Quests? Warum habe ich nur diesen Quest? Sprecht mit Sonne im Schatten. Ja doch, das müssen wir machen. Das ist... Was ist das Ekliges? Okay, wir gehen erstmal rein da. Schauen wir mal. Ich muss die zwei Kollegen doch befreien hier, damit sie ihre Liebe dann auch ausleben können. Das scheint Sonne im Schatten zu sein. So schattig steht sie gar nicht. Hallo? Ja? Oh. Kann ich euch behilflich sein, Sergio? Sonne im Schatten? Eoki schickt mich. Gesegnet seien seine Augen. Ja, ich bin Sonne im Schatten. Eoki hat euch doch gesagt, dass ich einen Plan habe, um unsere Freiheit zu gewinnen. Stimmt das? Er bedarf Feingefühl und Verschwiegenheit. Ich vertraue darauf, dass ich beides von euch erwarten kann. Um mir meine Freiheit zu verdienen, brauche ich die Hilfe von Magistra Terana. Magistra Terana? Sie wurde unlängst in den Rang einer Magistra der Telvanni erhoben. Sie hat noch nicht so verfestigte Meinungen und erinnert sich vielleicht noch besser daran, wie schwer es für sie am Anfang ihrer eigenen Laufbahn war. Ich weiß, dass sie etwas aus Zaintirares haben will. Ich muss herausfinden, was es ist und es ihr dann beschaffen. Wisst ihr, was sie haben will? Ich fürchte nicht. Ich habe Gefallen eingetauscht, um eine bessere Vorstellung davon zu haben, wonach sie sucht. Aber ich habe nicht viel in Erfahrung gebracht. Anscheinend hat ihr Mund Eravin Ontim einen Brief, der uns einen Hinweis darauf liefern könnte. Ich brauche diesen Brief. Ich werde versuchen, diese Informationen für euch zu besorgen. Seid vorsichtig im Ratshaus, Sera. Das Haus Telvanni ist kein Monster, das man einfach erschlagen kann. An diesem Ort dient einem Raffinesse mehr als jeder Schild. Wir müssen das Spiel spielen. Ja, ich bin aber nicht so gut in diesem Schleichrumgespiel, aber gut, okay. Ihr habt mir erzählt, wie dieser Plan euch hilft, aber wie hilft der Eoki? Ganz ehrlich, das tut er nicht. Noch nicht. Die Intrigen der Telvanni brauchen Zeit zum Reifen. Wenn ich Eokis Freiheit zu früh verlange, lege ich damit all meine Karten auf den Tisch. Dann ist er plötzlich eine wertvolle Figur in diesem Spiel, die so gezogen und geopfert wird, wie die Magister es wollen. Okay, dann beschützt ihr ihn also, indem ihr ihn in Ketten haltet. Spüre ich da eine gewisse Zurückweisung? Die Lage könnte besser sein, das weiß ich. Passt auf, Eoki ist mein Schatz. Er hat sein Vertrauen in mich gesetzt. Ich hoffe, ihr tut es ihm gleich. Wir haben Eoki und ihr euch kennengelernt. Ah, das war bei einem seiner vielen Fluchtversuche. Oh Gott. Ich polierte gerade Meister Oteris Besteck, als Eoki durch die Küchentür platzte und dabei seine Ketten hinter sich herschleifte. Er riss das Fenster auf und begann nach draußen zu klettern. Und dann sah er mich. Und was ist dann passiert? Er zögerte. Er lächelte sogar. Marschsklaven sieht man nicht sehr oft lächeln und ganz bestimmt nicht, wenn sie gerade von Nixhunden gejagt werden. Sie zerrten ihn davon und sperrten ihn in den Dörrschrank. Er meinte zu mir, er würde ein Jahr darin zubringen, wenn es denn nur bedeuten würde, dass er mich wieder sieht. Ihr zwei wirkt sehr verschieden. Es gibt da ein altes alchemistisches Sprichwort. Keine Reaktion ist je so mächtig wie die Vermischung entgegengesetzter Komponenten. Ziemlich geschwollen, ich weiß, aber es stimmt. Eoki und ich besetzen verschiedene Pole auf derselben Kugel. Er erdet mich, ich sorge für seine Sicherheit. Oh, okay, ich leg da mal los. Findet Eravens Ultims Gemächer. Wo müssen wir lang? Hier entlang. Wir müssen auf jeden Fall wieder schleichen. Ihr wisst, wie unsagbar gut ich im Schleichen bin. Also wenn es jemanden gibt, der richtig gut schleichen kann,
dann bin ich das, ja? Scheiße. Okay, wir machen das, wir machen das. Ich bin ganz guter Dinge. Ach, rein in den nächsten Pilz hier. Ihr dürft hier nicht rein. Ist das sein Haus schon? Oh, ich kriege immer noch Gänsehaut bei der Mucke. Das ist... Schlimm ist das. Rathaus. Also da darf man offensichtlich erstmal noch so rein. Ich erinnere mich an dieses Haus. In den Gemächern war ich doch auch schon drin. Ich bin doch da einfach so rumgelaufen, oder nicht? Oh. Sprecht mit irgendwem. Kommt denn da vorbei? Oh. Hallo, wer bist denn du? Meister Eravern ist geschäftlich unterwegs. Um genau zu sein, ist er schon eine ganze Weile fort. Ich erkenne Herumtreiber, wenn ich sie sehe. Was wollt ihr? Oh, ich schaue mich nur ein bisschen um, kennt man doch, ne? Niemand spaziert einfach ins Arbeitszimmer des Ratsmunds, um sich umzuschauen. Ich sollte euch melden. Worauf habt ihr es wirklich abgesehen? Und bitte seid ehrlich, wir haben hier schon genug Zeit verschwendet. Ich suche nach einem Brief. Ah, hier geht es um Zain Tiraris, oder? Nun, ich könnte die Wache rufen und weiter meinem Tagwerk nachgehen, aber immerhin bin ich ein Telvanni. Wir wenden uns nicht von einer Gelegenheit ab, wenn sie sich uns bietet. Vielleicht könntet ihr mir bei einem Problem helfen, auf das ich gestoßen bin. Okay, was habt ihr denn so im Sinn? Das ist eine Frage des literarischen Vermögens. Oder vielmehr Unvermögens. Ich habe ein Gedicht geschrieben, wisst ihr? Ein klebriges, volltrunkenes Durcheinander von einem Gedicht. Die Post hat es heute Morgen meinem Schatz Itrandora zugestellt. Wenn ihr es von ihr zurückholen könnt, gehört der Brief euch. Das klingt fair. Wo ist Itrandora? Sie verbringt die meiste Zeit in ihrem Arbeitszimmer, hier in der Ratshalle. Sie ist sehr pflichtbewusst. Immerzu ist sie über dieses oder jenes Buch gebeugt und die Art, wie sie sich den Daumen leckt, wenn sie umblättert... Verzeiht, ihr findet sie in ihrem Arbeitszimmer, ja. Ist gut, jeder muss auch mal kurz so ein bisschen in sich gehen, ja? Warum ist es so wichtig, dass wir das Gedicht zurückbekommen? Es scheint mir keine große Sache zu sein. Das Gedicht ist schrecklich. Und wenn meine Eltern davon erfahren würden, dass ich einer Waldelfin den Hof mache, streichen sie mich aus dem Testament. Ganz dick, mit roter Tinte. Und dann kommt da auch noch die Möglichkeit einer Erpressung hinzu. Oh, Erpressung wegen eines Gedichts, wirklich? Warum glaubt ihr, dass Etrandora es bei sich trägt? Sie weiß, dass mich Meister Eravern aus seinen Diensten entlassen wird, wenn er davon Wind bekommt. Schlaues Biest. Für einen Ratsmund zu arbeiten, ist eine gute Anstellung, Fylla. Ich kann nicht riskieren, sie zu verlieren. Warum habt ihr dieses Gedicht dann überhaupt geschickt? Sie ist solch ein schönes, zierliches Ding. Überhaupt nicht wie diese anderen ausgehungerten Eichelelfen. Eine halbe Flasche Shane und ein lüsternes Herz sorgen da für einige sehr schlechte Entscheidungen. Ja, ja. Alles klar. Okay, also helfen wir erstmal ihm sein, ne? Lüsternes Skirpala! Sorry, das war jetzt keine Absicht, ich habe mich verdrückt. Aber man muss auch mal ein bisschen leuchten. Helfen wir erstmal sein lüsternes Gedicht unauffällig leuchtend wieder zurückzustehlen. Oh, man los hier. Studierzimmer des Zaubermeisters. Stiehl die Ode an irgendwen. Von wem soll ich die denn stehlen? Ach so, sie ist hier am Rumeiern. Warte mal, okay, warte. So. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt. Bringt das Gedicht zurück. Jo, geh los, nix wie weg. Puh, da haben wir den richtigen Moment aber auch abgepasst, so. Das war gar nicht mal so schlecht. So, bringen wir ihm erstmal sein Gedicht. Dann kriegen wir dafür den Brief. Ich bin mal gespannt, was in dem drin steht. Und mal schauen, was wir dann holen müssen. Ich habe das Gefühl, es wird uns in einen Dungeon hineintreiben. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Ja, ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Und? Habt ihr mein Gedicht? Ich habe es. Schnell, gebt es her. Oh. Was für eine Erleichterung. Nun gut, Fla, ich werde gehen und diese Peinlichkeit verbrennen. Ich hoffe wirklich, dass Meisterin Eravens Korrespondenzkasten nicht unverschlossen geblieben ist. Das wäre außerordentlich unvorsichtig. Lebt wohl. Oh, die Frage ist nur, meinst du nicht, sie hat vielleicht eine Kopie angelegt, wenn es so ein doch sehr belastendes Dokument wäre? Egal. Ein gerechter Tausch, ein Gedicht für einen Brief. So. Schlechte Texte gut beseitigt. Jo, gib mir mal diesen Brief. Brief an irgendwen. So. Eravern. Das Zaudern des Rates hinsichtlich der Sache mit Zain Tiraris ist inakzeptabel. Khajiitische Söldner sammeln sich weit vor den Ruinen wie die Heuschrecken.
Aus zuverlässigen Quellen weiß ich, dass sie vom Haus Redoran dorthin beordert wurden. Ich muss eingestehen, dass diese dickköpfigen Zeloten zu solch einer Täuschung in der Lage waren. Ich bin fast schon beeindruckt. Fast. Sie hämmern Tag und Nacht auf den Schrein ein, als hätten Hacken und Hämmer auch nur den Hauch einer Chance, den Rätselschutz der Tür zu zerschlagen. Einfallspinsel. Das Geheimnis von Shegorats Rätseln liegt in ihrer Einfachheit. Zum Glück verfügen redoranische Gelehrte über keinerlei Kapazitäten für abstraktes Denken. Ist es zu fassen, dass sie mit solch einem einfachen Rätsel Schwierigkeiten haben? Familie Schädel ruft, welch Fabelei! Zwei rufen, wir sind einer, und drei, wir sind zwei. Fünf grummeln bei drei und sechs lachen bei vier. Brennt sie nieder und öffnet des Irrenfürsten Tür. Im Ernst, warum müssen Shigurats Anhänger solche Kindsköpfe sein? Diese Frage beantwortet sich von selbst, wohl selbst. Meine Forschung nähert sich einer kritischen Phase, Erevan. Ich brauche den Fingerknochen des heiligen Felms, sonst war alles umsonst. Ihr und die anderen Münder müsst eure Bemühungen verdoppeln heißen. Xanthirias muss Haus Telvani gehören. Enttäuscht mich nicht. Tirena, Magister des großen Hauses Telvani, Herrin von Tel Banora. Ja, siehste. Okay. Sprecht mit Sonne im Schatten. Und wollen wir mal wieder mit ihr schnacken? Zurück zu Sonne im Schatten. Wo bist du denn? Die kleine Sonne. Sie scheint inzwischen draußen zu sein. Ah, nee, gar nicht wahr. Ich habe ja das Haus gewechselt. Ihr seht, ich bin noch nicht ganz wieder da, ne? Och Gott, guck mal, da ist einer eingesperrt. Du klingst gar nicht gesund. Oh, ich würde dich ja befreien. Aber du siehst auch schon irgendwie... Das kann doch nicht gemütlich sein, ne? Mit so großen Lücken dazwischen. Oh ja, siehst du. Aber noch sind wir ja frei. Wir müssen ja schnell wieder weg, bevor jemand auf die Idee kommt, uns auch noch einzufangen und als Sklave zu halten. Der Türchen geht auf. Tel Naga. So, mit wem kann ich denn hier mal schnacken? Da bist du ja. Sonne im Schatten. Da seid ihr ja. Ich hatte schon Angst, ihr wärt kompromittiert worden. Hattet ihr Erfolg? Hatte Untim etwas, was lesenswert ist? Tirana will eine Reliquie, die in Xanthiraris verborgen wurde. Darf ich? Ja, klar. Ah, die Reliquie eines Heiligen. Der heilige Felms? Noch nie von ihm gehört. Hier steht, dass die Redoran diese Reliquie auch wollen. Zweifelsohne nur, um sie in irgendeiner staubigen Kapelle wegzusperren. Wir müssen dafür sorgen, dass Tirana sie vor ihnen bekommt. Ja, wie sollen wir das eurer Meinung nach anstellen? Frage für einen Freund. Sieht aus, als wäre der Schrein verschlossen. Geschützt durch einen Rätselzauber. Zum Glück bieten die Buchstaben einen Hinweis darauf, wie man hineinkommt. Rätsel lösen? Die Reliquie schnappen und dann schnell zurück nach Tel Branora. Tirana sollte dort sein. Bietet ihr die Reliquie in meinem Namen an? Okay, wie zuversichtlich seid ihr, dass Tirana die Reliquie im Tausch für ihre Patenschaft annehmen wird? Irgendwo zwischen sicher und etwas besorgt. Die Telvani respektieren schlaue Pläne und lieben das Feilschen. Diese kleine Intrige wird mich als würdig erweisen. Das weiß ich. Andererseits könnte sie auch einfach versuchen, sich die Reliquie mit Gewalt zu nehmen. Und dann was? Weglaufen? Die Magister der Telvani verfügen über Magie, die Julianos selbst beschämen würde. Natürlich seid ihr ja auch ein ziemlicher Held. Hoffentlich kommt es gar nicht dazu. Jo, warten wir es einfach mal ab, ne? Gut. Also, reist nach Xanthiraris. Jo, auf geht das, ne? Auf geht es. Wir müssen rätseln. Das ist heute, glaube ich, mit... Ich habe noch ziemlich viel Glühwein in meiner Figur, würde ich sagen. Also ist schon relativ abgeklungen, aber... Oh, so ein bisschen Glühwein habe ich gestern schon getrunken, ne? Wie sich das gehört für so einen festlichen Abend. Und da ist Rätseln jetzt aber heute Morgen so gar nicht mein Ding. Wir tapsen erstmal los. Du, moin. Was hast du denn da Süßes? Du hast diesen Drachen, den es nur eine kurze Zeit gibt. Der sieht ja lustig aus. Aber ich bleib bei meinem Guar. Nichts geht über einen knuffigen, süßen Guar. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Da entlang. Ja,
Ich muss auch mal schauen. Warte mal, kurz ins Charaktermenü. Wie lange haben wir noch Essen? Segen der Magister erhöht maximale Magika um irgendwas. Irgendwas, wir haben kein Essen mehr. Wir müssen gerade mal kurz etwas zu uns nehmen. So. Weiter geht's. Bist du ein Feind? Nein. Eine ganz normale Wache. Alles noch im grünen Bereich. So, wo muss ich denn hin? Oh je, das ist aber ein gutes Stück. Da hätten wir ja doch mal den Teleporter lieber nehmen sollen. Wir gehen zurück zum Teleporter. Das tapsen wir nicht zu Fuß. Das ist ja gruselig. Wie sieht's inventarmäßig aus? Oh ja, warte. Okay, bevor wir da weitermachen, einmal kurz zurück nach Vivek. Zum Fans, unseren ganzen gestohlenen Kram verkaufen. Weil, wenn wir jetzt da in die nächste große, in den nächsten großen Dungeon eindringen, mit so einem vollen Inventar, das bringt nicht allzu viel. Deswegen lasst uns das mal eben leeren, das Ding, und dann läuft es auch. Außerdem müssen wir den ganzen gestohlenen Kram mal loswerden. Okay, auf nach Vivek. Und wir müssen die Hausquest abbrechen. Wie ich... Danke, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich habe leider den Nick vergessen, sonst würde ich dich jetzt persönlich grüßen, aber danke für die Info. Diese Hausquest wurde umgebaut und deswegen geht die so in der Form nicht mehr. Wir müssen das also einfach abbrechen und neu starten. Das können wir dann auch direkt mal... was ist das für ein lustiges Wesen? Ja, dann mal viel Spaß, ne? Okay, weiter geht's. Was ist denn das hier eigentlich für eine Quest? Irgendwo Quest? Ach ja, das sind immer noch diese Sammeldinger. Wir sollten die vielleicht auch demnächst einfach mal abschließen, damit wir es hinter uns haben. Vielleicht machen wir das auch gleich. Wenn wir schon mal da sind, können wir das gleich mitmachen, dass wir diese Pläne da einmal alle uns erfarmen. Dann haben wir alles, dann kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Weil diese Questmarker, die machen mich nervös, ja. So, hinein in Viveks Unterschlupf. Der Vivek-Unterschlupf. Selbst in einer Stadt, die noch im Entstehen ist. So sieht's ja aus. Dumm, dumm. Gibt's hier auch eine Quest? Ach ja, das ist diese komische... Irgendwas inactive, blablabla, inexpectable, keine Ahnung. Kümmern wir uns gleich drum. So, moin. Tritt in Gassen. Ich kaufe eine ganz bestimmte Art. Ja, weiß ich doch. So, verkaufen. Ich habe hier so alles mögliche an Zeug. Kannst du eigentlich erstmal haben, ne? Ja, nimm mal hier den ganzen gefänzten Kram. Das brauche ich nicht. Ja, egal. Verkaufen wir alles. Da muss auch mal ein bisschen was loswerden hier, ne? So, sieht doch schon gut aus. Tschüss, ne? Das war das. Dann der normale Truhenmogli ist hier. Warte, erstmal verkaufen, dann der Truhenmogli. Eins nach dem anderen. Du sollst hier nicht putzen, ich muss mit dir verkaufen. Ich würde mich lieber mit dieser Truppe hier. Ja, weiß ich doch. So, verkaufen. Jetzt geht's mal los. Waffen. Da müssen wir gleich erstmal gucken. Ja, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen nach... Ja, ich verkaufe jetzt mal den einfachen Kram. Den anderen Kram heben wir auf. Da können wir vielleicht noch schöne Sachen draus machen. Aber der einfache Scheiß kommt jetzt erstmal weg. Oh, das sind jetzt die Symbole direkt dran offensichtlich, ob man da irgendwie was draus machen kann. Das ist ja cool. Okay, das ist praktisch. So, was kann ich jetzt hier verkaufen? Ich will nichts verkaufen, was ich mal irgendwann geschenkt gekriegt habe. Deswegen, das lassen wir erstmal all da. Materialien. Versorger bleibt. Waffeneigenschaften bleibt. Einrichtungsmaterial. Dekorwachs. Tschüss. Brauchen wir nicht. Alchemie brauchen wir nicht. Schmiedekunst können wir behalten. Schneiderei brauchen wir erstmal nicht. Alchemie. Nickel. Einrichtungsmaterial. Tschüss. Versorger bleibt. Alchemie kann weg. Noch mehr Alchemie. Alchemie, Versorger. Oh Gott, dieses coole Garnding. Und dann verschiedenes. Angenagter Knochen. Plunder brauchen wir nicht. Asche brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Pause vom... Ach, scheiß auf das Ahnengrab. Na egal. Wir behalten es doch erstmal. Okay, dann bitte einmal alles reparieren, was angelegt ist. Dankeschön, das sieht ja auch nicht mehr so gut aus. Und jetzt einmal noch an die Bank. Eben noch alles in die Bank packen, was wir in die Bank packen können. Und dann sind wir auch schon wieder bereit zum Weiterabenteuern. Guten Tag. Besorgt wegen der Einheit. Nö, geht, ne? Einlagern. Jo, Wadehahn. Ist ja gut. So, warte, ich muss mal eben hier drücken, was geht. Dum. Oh, so viel geht nicht mehr, aber guck mal hier, wir haben wieder Platz. Alles klar.
So, da kräht der Hahn auch schon. Ihr habt den Hahn kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben fix kurz hier einen Break. Ich bedanke, oh mein Gua springt schon durch die Gegend. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst einfach eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.